So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Challenger. Wir stehen hier wieder am Anfang, wo wir immer sind. Und unser heutiger Start-Elo beträgt 1280, was etwas bitter ist. Aber wir haben letztes Mal so viel verloren durch die ganzen Lags und Bugs. Und ich hoffe, dass diese Folge etwas Schönes wird. Wenn ja, wenn sie euch gefällt, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt unterstützen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im ersten Kampf. So, da sind wir auch schon im ersten Kampf. Wir spielen gegen KillerMiller51. Es wurden neue Kids hinzugefügt auf dem Server hier. Das Ganze hier, das Unbreaking gegen die ganzen Rod-Spammer. Cool. Es wurden auf jeden Fall neue Kids hinzugefügt. Das hat den Hintergrund, also, dass es zu wenig Kids gab, aber das ist ja logisch. Aber ich rede hier von dem normalen Best-of-One-PvP und jetzt nicht dem Rank-PvP. So, wir haben ihn. Nice. Das war echt schon knapp. Habe ich nicht so blendend gespielt, aber war in Ordnung auf jeden Fall. Wir legen direkt in die zweite Runde los. Also wie gesagt, das normale Best of One, ich habe kein F3 und B an. Das normale Best of One hat neue Kids, das hier nicht. Das hier wird erstmal so bleiben. Das habe ich schon mit ein paar Leuten von Gomme geschrieben. Vom lieben Gomme-Server. Hä, wann schießt der denn? Willst du mich verarschen? Der schießt gar nicht bei mir. Der schießt nicht mal bei mir. Junge! Der schießt bei mir gar nicht. Habt ihr das gesehen? Oder sah das nur bei mir so komisch aus? Der hat bei mir gar nicht geschossen. Also der hat wirklich nur so immer so gedreht und nicht geschossen. Hä? Egal. Wir machen das noch. Wir machen das noch. Es gibt ja genug Visual Bugs auf jeden Fall. Das ist ja nichts Neues. So, laufen wir hier hinter. Oh, er ist zurückgebuggt. Hä, wieso treffe ich ihn denn nicht? Alter, das sind so viele komische Bugs. Ohne Scheiß. Aber wir blocken ihn hier weg. Das sollte klappen. Oder auch nicht. Ein halbes Herz. Mann, ich bin aber auch nicht eingespielt. Was mache ich denn? Ah, wach auf! Zweite Runde. Wir machen das. Wir verlieren jetzt keine Elo. Das darf nicht wahr sein. Wir sehen uns gleich wieder. So, nach dem unglaublich schwachen Start sind wir jetzt hier in der zweiten Runde gegen XI-Boom. Und mal schauen, was wir jetzt hinkriegen. War echt nicht so eine ganze Performance, muss ich zugeben. Es war echt schlecht gespielt von mir. Schießt der? Ne, er schießt nicht. So. Oh, er leckt richtig krass. So, alles klar, wir haben ihn. Sehr gut. Ach, ich bin 0,0 gar nichts eingespielt. 0,0 Josef. Mal schauen, wie es läuft. Reck. Okay. Ich auch übrigens, ne? Hä? What the f... What the fuck, der Knockback. GG. GG. einfach BG. Er wurde vernichtet, BG. BG schreibe ich, wenn es laggt oder sowas, aber naja. Das war auf jeden Fall die zweite Runde. Wir sehen uns gleich im dritten Match wieder. So, da sind wir in der dritten Runde und ich muss sagen, ich finde diesen Spielmodus echt amüsant. Keine Ahnung, es ist zwar eintönig, ja, mag sein, aber es ist echt amüsant, wie die Leute hier manchmal echt so reagieren. Und es kann auch echt spannend sein, mal schauen. Wir spielen gegen Bombe Returns, wieder so ein Hive-Name. Oh, er scheint zu laggen. Nee, er ist da, alles klar. Okay. Ich habe ihn mal hier jetzt nicht direkt abgeschossen, um freundlich zu sein. Ich bin natürlich ein Good Guy hier. Oh, der war nicht so gut, der Pfeil. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Woo! Come on, den kriegen wir. Jawohl, GG. Ein Herz. War echt ein guter Kampf. Schauen wir mal, direkt zweite Runde. Ich muss ihn auf jeden Fall mit den Pfeilen besser treffen. Ich habe da richtig schlecht geschossen. Aber wie gesagt, ich bin wirklich gar nicht eingespielt. Also mal schauen, wie es läuft. Oh, leckt schon wieder? Nee, leckt nicht. Ich habe voll die Paranoia, dass es hier jetzt leckt. Einfach, weil es immer geleckt hat. Nicht mehr das jetzt einbildet, dass es immer laggen muss. Keine Ahnung. Das ist komisch. Das ist schwer zu formulieren, wie ich das meine. Oh. Nee. Ah, der hat Aim. So bad. Boosten wir mich ins Wasser hier. Na? Wo läuft er hin? Ja, ich darf ihn eigentlich nicht recken lassen. Das ist mein Fehler gerade. Muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Ich verstehe nicht, was es mir bringt, mich hier zu angeln. Das ist echt sinnlos. Wie viele Pfeile hat er denn noch? Okay, das war's, glaube ich. Und wir haben auf jeden Fall den Herzenvorteil. Sollten wir haben. GG. Nice one. Okay, die Pfeile sind langsam besser geworden. Aber es ist echt immer noch keine Glanzleistung, muss ich zugeben. Aber naja, das macht ja nichts. Wir haben ja immer noch zwei Matches vor uns. Eins verloren, zwei gewonnen. Wir sehen uns im vierten Match. So, da sind wir in der vierten Runde. Wir spielen gegen Fortune. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Der echte? Will er was schreiben? Ja, will ich schreiben. Er hat keinen Bock auf Schreiben. Fortune, stop it! Ui, jawohl, Fortune. Jetzt kassierst du hier, wie vom Asiaten damals. Okay, nee, der war schlecht. Fortune war echt besser als der Asiate. Naja, egal. Das muss nicht sein. Aber krass, dass jemand ernsthaft diesen Nick bekommen hat. Ich frage mich, wie lange er den schon hat oder ob das jetzt nach der Namensänderung war. Aber ich dachte mir echt, dass der schon vergeben ist. Also, er muss den halt schon echt gehabt haben, denke ich mir mal. Weil so viel anders kann ich mir das nicht so erklären, ne? So, ich hole mir den Pfeil wieder zurück. Jetzt habe ich nämlich den Pfeilvorteil. Und wenn ich jetzt das Herz hochrege, dann sieht es wieder gut aus. Jawohl. Dann haben wir den Vorteil. So, Kollege, komm mal ran hier. Ja, ich weiß nicht, es bringt dir nichts, wenn du mich die ganze Zeit nur roddest, ne? Was machst du denn? Glaubst du, ich werde schießen? Ernsthaft? Ich glaube, ich werde ihn einfach angreifen. Wow! That low ground, though. Ja, okay, das war nicht so die beste Idee, von oben drauf zu springen. Alles klar. Tschüss, Fortune. Tschüss, Fortune. Gut. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt den Magier der Rapper zerlegt haben, sehen wir uns in der fünften Runde wieder. So, da sind wir in der fünften Runde. Wir spielen gegen Pizzafit. Pizzafit? Pizzafight? Keine Ahnung. Pizzafight hört sich gut an. Zumindest besser als Pizzafit. Naja, mal schauen. Er hat auf jeden Fall ein interessantes Cape. Das sieht cool aus. Muss ich ihm lassen. Oh, das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Das war aber gut. Das war auch gut. Das war auch gut. Hä, was macht ihr denn? Oh, das war nicht so gut. Ach, ich hasse die Angeln, ne? Alles, was die ihm hier bringt, ist, dass er mich wegboostet und dadurch einen Vorteil erhält, weil ich nicht schlagen kann. Guck das an, ey. Angel-PvP. Und mir schreiben Leute in die Kommentare, ich muss Rod-PvP lernen, damit ich in der Serie was reißen kann. Das ist doch kein Rod-PvP, das ist Beleidigung von irgendetwas. Das ist kein PvP mehr. Tschu, 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 tschu. No skill. Yo. Ey, ich finde das echt lustig. Ohne Scheiß. Guck mal, ich kann Rod-PvP. Mama, Mama, siehst du das? Mama, Mama, ich kann Rod-PvP. Mama, 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 Mama. Ich kann Rod PvP! Mama, hast du mich gesehen? Mama, hast du mich gesehen? Mama! Mama! Mama, ich habe ein Herz! Oh, ich bin tot. Alter, dieser Typ! What the fuck? Mir ist egal, ob ich verliere oder nicht, der Typ ist so amüsant. Ich will eigentlich die Reaktion sehen, wenn ich verliere, aber ich will auch die Reaktion sehen, wenn ich ihn kill. Er schreibt easy, wenn ich ihn kille. Wenn ich verliere, dann bin ich ein Noob. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? GG. Guter Kampf. Und? Oh, er hat nichts mehr geschrieben. Warum schreibst du nichts mehr? Ich habe mich so darauf gefreut, das zu sehen. Oh Mann. Okay, egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder im Endscreen mit den Statistiken. Und ja, bis gleich. So Leute, da sind wir auch schon wieder in Abmoderation und im Endscreen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ich lese euch jetzt noch eben die Statistiken des heutigen Tages vor. Die roten Sachen heißt, wir haben uns verschlechtert, die grünen heißt, wir haben uns verbessert. Ja, wir fangen an mit den Kämpfen. Wir haben 12 Kämpfe heute gemacht, das ist einer mehr als letztes Mal. Haben dabei eine Siegeswahrscheinlichkeit, diesmal ist hier richtig gerechnet, von 75%. Und unsere durchschnittlichen Herzen, die wir zugefügt haben, sind 11. Davon Crits sind 27,83%. Wir haben insgesamt 55,52 Schläge im Durchschnitt ausgeteilt
Und davon waren 12,17% Treffer. Durchschnittliche Pfeile waren 6,75 und Treffer davon 48,33%. So, wir haben 60 Elo dazu bekommen. Das bedeutet, wir sind wie letztes Mal aufgestiegen und ja, tschüss.